Hi Leute, heute mal wieder eine Review von mir und zwar zu einer BB-Cream. BB-Creams sind ja so wirklich in aller Munde im Moment und der deutsche Markt rüstet immer mehr auf, aktuell die von Essence und von Catrice. Und ich habe auch schon eine getestet vom deutschen Markt und zwar die erste, die so aufkam und zwar die von Garnier. Und da hat mich das damals einfach schon sehr interessiert, weil ich kein Foundation-Träger bin. Das ist mir einfach viel zu viel und das brauche ich auch nicht unbedingt. Und ich habe oft getönte Tagescreme benutzt oder Make-up gemischt mit Creme oder sowas. Und deswegen hat mich natürlich diese BB-Cream interessiert und dieses Konzept, was dahinter steht. Und da habe ich eben die von Garnier gehabt, habe mich dann aber, als die leer war, mal umgeguckt, was es sonst noch so gibt. Und bin da gestoßen auf die originalen BB-Creams aus Korea. Und da gibt es einmal die Misha und einmal die Skin 79, auf die ich so gestoßen bin. Und mir hat die von Misha ein bisschen mehr zugesagt anhand der Reviews, die ich gelesen habe und habe mir die dann bestellt. Ihr könnt sie bestellen, entweder bei eBay, da kostet sie so circa 10 Euro inklusive Versand, also recht günstig. Oder bei Amazon, da habe ich sie bestellt, da kostet sie allerdings 23 Euro inklusive Versand, also um einiges mehr. Aber irgendwie, ich weiß nicht, es war mir ein bisschen unsicher auf eBay und dann habe ich auch gelesen, dass die circa 4 Wochen brauchen, wenn man sie auf eBay bestellt, bis man sie erhält. Das war mir ein bisschen zu lang. Und dann bei Amazon waren es eben nur so 4-5 Tage und ich wollte sie einfach gleich haben. Ich bin so, wenn ich da was bestelle, ich will da nicht drauf warten. Ich will das sofort austesten. Und deswegen habe ich eben bei Amazon bestellt. Sie kommt in so einer Verpackung, also ganz schick eigentlich. Und wenn man sie dann öffnet, dann ist da die eigentliche BB-Cream drin. Die sieht so aus. So. Und sie hat einen Pumpspender. Und das finde ich richtig toll. Also hier ist der Pumpspender und damit kann man wirklich gut die Creme dosieren. Das ist schon mal das Erste, was mir vom Äußeren her gefällt. Ach, meine Nase juckt heute so. Okay. Ich habe das Ganze genommen in der Nummer 21, das ist die zweithellste Nuance. Es gibt noch die Nummer 13, aber anhand von vielen Blogs, die ich gelesen habe, habe ich mir einfach gedacht, okay, 13 ist wirklich für absolut weiße Haut, also enorm, enorm hell. Und ich kam noch dazu gerade vom Urlaub und deswegen dachte ich mir, okay, nee, ich brauche eine Nummer dunkler, und zwar die Nummer 21. Es gibt dann noch eine dunklere Nuance. Und die sind aber alle relativ hell, was ich so gelesen habe auf den Blogs. Also alle drei sind wirklich eher was für hellere Typen. Und das ist das Tolle, weil ich habe auch sehr blasse Haut und man findet da auch schwer was. Und dann habe ich eben die in der zweithellsten Nuance genommen und die Farbe passt perfekt. Also heller wäre nicht gut, dunkler wäre nicht gut. Die Farbe ist super für mich. Was gibt es noch dazu zu sagen? Also Farbe ist top. Der Geruch, sie hat einen starken Geruch, also sie ist schon irgendwie stark parfümiert, aber ich mag den Geruch und er verfliegt sehr schnell. Ich gebe euch jetzt auch mal ein bisschen was auf meine Hand, damit ihr seht, wie sie sich so verhält, wie die Deckkraft ist. Also hier habe ich was. Und ihr seht, sie ist hell und sie lässt sich gut verarbeiten und sieht sehr natürlich aus. Und wenn man sie aufträgt auf das Gesicht, ist sie sehr sanft und man kann sie wirklich gut verstreichen. Also sie ist überhaupt nicht fest, sondern eher ein bisschen flüssiger und sie lässt sich eben sehr, sehr gut verblenden und einarbeiten. Also das ist top, top, top. Und ich brauche für mein Gesicht einen ganzen Pumpstoß und den verteile ich im Gesicht und arbeite den mit den Händen ein. Das gibt es dazu zu sagen. Deckkraft ist stärker als bei einer getönten Tagescreme, aber leichter für mich als bei einer Foundation. Also es liegt genauso dazwischen und das finde ich toll, weil ich benutze ja keine Foundation und es ist für mich dann wirklich so, wenn ich sage, es darf mal ein bisschen mehr sein und ich will mich heute ein bisschen aufwendiger schminken, dann benutze ich diese BB-Cream und habe eine gewünschte Deckkraft, aber eben nicht dieses zugekleistert. Das mag ich einfach überhaupt nicht. Ich bin gar kein Foundation-Träger und gar kein Typ dafür. Und deswegen ist das jetzt halt einfach für mich so meine Foundation, obwohl es ja eine BB-Cream ist. Es wird ja damit geworben, dass sie eine sehr gute Pflegewirkung hat und man drunter keine Tagescreme oder sowas braucht. Ich habe sehr, sehr trockene Haut und ich kann das nicht bestätigen. Also ich muss unbedingt drunter eine ganz reichhaltige Creme tragen.
weil die alleine würde mir auf gar keinen Fall reichen. Also meiner Meinung nach ist es so, dass diese Creme, wenn man ölige Haut hat, alleine reicht. Vielleicht sogar ein Ticken zu reichhaltig ist. Wenn man Mischhaut hat, könnte es auch sein, dass die alleine reicht. Aber wenn man trockene Haut hat, muss man unbedingt meiner Meinung nach drunter eine gute Pflege geben und dann die drüber. Und dann ist es trotzdem, und das ist so ein kleiner Nachteil bei ihr, ist es trotzdem bei mir so, dass nach ein paar Stunden sieht man einfach die Hautschüppchen und die Haut ist trocken und ausgetrocknet und es sieht einfach nicht mehr so saftig pralle aus. Also das passiert definitiv nach ein paar Stunden bei mir. Und mehr würde ich sagen als bei einer getönten Tagescreme. Definitiv eigentlich mehr. Schon eher wie bei einer Foundation. Deswegen trage ich auch nicht gern Foundation, weil sich bei mir die immer bei den Hautschüppchen absetzt. Oder selbst wenn ich peel, es ist einfach zu, meine Haut ist zu trocken dafür. Und ja, wie gesagt, bei sehr trockener Haut, ihr müsst runter meiner Meinung nach eine Pflege geben und ihr müsst sie gut einarbeiten. Und mein Trick, das habe ich jetzt nicht hier, aber mein Trick ist einfach noch, damit es länger hält auf der Haut, auch wenn die Haut trocken ist, ich gebe die BB-Cream drauf und sette das Ganze mit einem Thermalwasser, mit so einem Spray. Oder es gibt ja auch ganz unterschiedliche Face Mist. Und damit könnt ihr das Ganze setten und es trocknet nicht so schnell aus, die bestimmten Partien bei mir. Also es hält dann doch noch ein bisschen länger an und es ist einfach dann ein schöneres Ergebnis. Aber ich kann, wie gesagt, diese Creme eigentlich bei fast, also bei Mischhaut wäre sie, glaube ich, perfekt. Bei öliger Haut kommt es drauf an, aber ich würde auch sagen, ja. Und bei trockener Haut müsst ihr ein bisschen experimentieren und einfach, ja, gut pflegen drunter und immer schön peelen und so Sachen, weil sie doch ein bisschen austrocknend wirkt. Also wenn man sie gleich aufträgt, denkt man, wow, ist die Feuchtigkeit spendend und ist die richtig toll prall, aber sie trocknet irgendwie aus im Laufe des Tages. Das ist ein Manko, was ich hier sagen kann, aber ich komme damit klar. Also wenn ich da ein bisschen, wie gesagt, drauf achte, dann ist das nicht so schlimm für mich. Dann wird darüber gesprochen, dass die so einen Whitening-Effekt hat, im Sinne von, dass sie rote Pünktchen oder Pigmentflecken aufhält. Ich muss sagen, ich habe hier so einen roten Punkt, da war mal ein Pickel und der geht nicht mehr weg, dieser rote Punkt. Und seit ich die verwende, bilde ich mir ein, oder ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es um einiges besser geworden ist. Also der rote Punkt ist nicht mehr so stark, ich muss den auch nicht mehr so stark abdecken. Und ich glaube, das liegt daran, weil ich die eigentlich einen Monat lang kontinuierlich jeden Tag verwendet habe, um sie zu testen. Also wenn Leute Pigmentflecken haben, dann probiert das vielleicht mal aus. Also bei mir hat es irgendwie schon angeschlagen und ich werde es noch weiter beobachten, ob dieser Fleck hier noch weiter zurückgeht. Das würde mich sehr interessieren, weil das wäre wirklich, finde ich, phänomenal, wenn das passiert. Ansonsten ist sie, was kann ich noch sagen, sie ist sehr ergiebig, finde ich. Also man braucht wirklich einen Pumpstoß nur, dann ist das toll und sie passt sich toll der Hautfarbe an. Also gleich, wenn ich sie aufdrücke, denkt man, oh, sie ist ein bisschen zu hell. Aber sobald ich das schön eingearbeitet habe, ist die perfekt und sie passt perfekt zu meiner Haut. Ich habe sie auch heute drauf, ich komme mal ein bisschen näher. Ich habe sie heute drauf und ich finde, sie passt perfekt zu meiner Haut und zu meiner Hautfarbe. Also finde ich richtig, richtig toll. Und was mir einfach gefällt, ist, dass man da als Hellhäuter gut bedient ist, weil das ist man sonst in der deutschen Drogerie nicht. Also ich habe immer wieder geguckt bei den BB-Creams und sie waren mir alle zu dunkel. Und das passiert dir hier einfach nicht. Also da kann ich euch definitiv empfehlen, wenn ihr sehr hell seid, dann lasst die Finger von diesen deutschen BB-Creams. Das hat irgendwie keinen Zweck. Und guckt euch mal um nach der Misha BB-Cream. Entweder wenn ihr noch heller seid als ich in der Nummer 13 oder wenn ihr so seid wie ich in der Nummer 21. Das ist einfach perfekt und top und ja. Also alles in allem kann ich diese BB-Cream, vor allem wenn ihr sie über eBay bestellt, für 10 Euro absolut empfehlen. Ich kann wirklich sagen, dass die toll ist. Es ist die beste, die ich bisher hatte. Und es ist der beste Foundation-Ersatz, den ich bisher hatte. Ich habe Verschiedenes ausprobiert und auch Foundation. Und für trockene Haut ist die immer noch die beste. Für helle Haut, sie hat eine gute Deckkraft. Und aber eben nicht zu stark. Es ist natürlich, also das gibt es wirklich, es gibt ein absolut natürliches Ergebnis. Also es ist nicht so wie bei einer Foundation, es ist viel, viel natürlicher.
Und deswegen kann ich sie euch einfach ans Herz legen und empfehlen. Ich hatte ja mal diese BB-Cream von Garnier und das wollte ich euch jetzt noch zum Schluss sagen, falls ihr dazu eine Review wollt und eben vielleicht einen Vergleich wollt, welche für euch besser passt, dann lasst es mich wissen und dann drehe ich gerne als nächstes eine Review zu der Garnier BB-Cream ab. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen mit meiner Review. Es war bestimmt nicht perfekt und ich habe vielleicht auch ein paar kleine Details vergessen, aber fragt mich einfach in den Kommentaren und da beantworte ich es euch dann, falls ich jetzt was vergessen habe. Aber ich glaube, als ersten kleinen Einblick war das vielleicht ganz gut schon mal. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Lümmelt euch schön zu Hause ein, es ist nämlich heute schon wieder wahnsinnig kalt und schneit draußen. Und kommentiert fleißig, da freue ich mich immer. Und ich antworte euch auch und schreibe euch zurück, wenn ihr hierzu Fragen habt oder auch andere Fragen, ja? Fragt mich einfach, traut euch und ich freue mich, wenn ihr bei meinem nächsten Video wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss!